Du hast wahrscheinlich auf dieses Video geklickt und hast dir gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Und ich hätte es auch niemals für möglich gehalten. Aber ich habe Gordon Ramsay getroffen. Und zwar hat Gordon vor seinem Restaurant Hell's Kitchen in Las Vegas eine TV-Show produziert, bei der er selbst persönlich anwesend war. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, ich will ihm irgendwie eine Frage stellen, damit ich daraus ein cooles Reel oder TikTok oder irgendwas machen kann, und habe mir gedacht, ich frage ihn, welches sein persönliches Lieblingsrestaurant ist. Nach langem Warten hat sich dann irgendwann der richtige Moment ergeben, und was dann passiert ist, hätte ich selbst nicht gedacht. Aber seht selbst. Can I ask you just one question? Of course you can ask me a question. Are you filming? I'm filming, yeah. For surprise, surprise. TikTok. Yeah. Out of the many restaurants here in Vegas you own, which one is the best to go to today? That's a tough one, that one. Depends who you're with. It depends what you like. Yeah, I like everything. I tried your beef Wellington at the Savoy Grill in London. Right, yeah, that's extraordinary. Yeah, it is. History in the making. I love Hell's Kitchen. That place is incredible. But burgers, also. Okay. And the new RK in Harrah's. That's okay. Intermittent. I'll just do a full day of eating Gordon Ramsay's food. I will take care of the check, okay? Oh, wow, okay, that sounds great. Es ist jetzt gerade ein paar Tage später, ich kann das aber immer noch nicht wirklich glauben. Was war das bitte für ein Zufall und wie nett war er auch? Aber das sollte es ja noch nicht gewesen sein, denn wir hatten eine Mission und die war ganz klar. 3 verschiedene Gordon Ramsay Restaurants besuchen und herausfinden, ob wir auch wirklich eingeladen sind, weil Gordon hat das ja einfach so dahergesagt. Wir mussten herausfinden, ob es stimmt. Deshalb ab zum ersten Restaurant. Was machen wir jetzt? Mal einen Burger essen, würde ich sagen, oder? Wir machen das, was Papa Gordon uns gesagt hat. Digga. Gordon Ramsay Burger, ihr erinnert euch, wir haben einen in London eingegessen, der war wirklich nicht gut. Und ich bin gespannt, ob die in Las Vegas hier ein bisschen besser sind. Aber am Ende des Tages ein Geschenk, ein Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Gordon bezahlt ja. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, ich bin echt gespannt, wenn wir das den Leuten zeigen, was die dazu sagen. Denkst du, er wird bezahlen oder nicht? Ich glaube nicht. Das ist nur ein bisschen Laberei gewesen. Der kann sich eh nicht mehr an uns erinnern. Da steht schon, Gordon Ramsay Burger. Da bin ich am allermeisten gespannt, ob wir wirklich bezahlen müssen oder nicht. Das Krasse ist, Las Vegas gehört Gordon Ramsay. Ich habe ihn ja gefragt, von den ganzen Restaurants hier, zu welchem sollen wir gehen? Er hat 10 oder so. Er hat 10 Restaurants. Einfach in Las Vegas. Ich glaube wirklich, dass er hier fast schon noch größer ist als in UK selber. Also in London hat er auf jeden Fall noch mal mehr Restaurants. Aber Bro, das ist das andere Ende der Welt. Gordon Ramsay Burger. There it is. Wow, Alter, mit dem Feuer da vorne. Ist ja crazy. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir einen Ansprechpartner finden und dem unsere Story erzählen. Bro, hast du sowas schon mal gesehen? Aber in Deutschland wäre das so, TÜV, nein. TÜV sagt nein. Wie überzeugen wir die jetzt davon, dass wir das umsonst kriegen? I'll play it for you, that's what he said. He said, I'll cover the bill, so. Digga, ich glaube, der macht das. Alright, there you go. Yeah. Yeah. Can we do it? Yeah. Oh my God. Let's go. Thank you very much. Thank you. Also Gordon Ramsay hält sein Wort. Perfect. Thank you. In was für einer Simulation leben wir? Weißt du, was hier ein Burger kostet? $33.99. Für uns? Danke, Gordon. Danke, Gordon. Danke, Gordon. Wir nehmen den 24-Hour-Burger mit Braised Short Rib. Wahrscheinlich mit Short Rib, das dann 24 Stunden gegart wurde. Und den Ultimate Cheeseburger. So als Baseline. Als Baseline, ne? Kleiner Snack zwischendurch. Warten wir mal ab. Cheers, Freunde. $20 Cocktails umsonst schmecken noch besonders gut. Thank you so much. 24-Hour-Burger. 24-Hour, I see. Thank you for cheeseburger. Wow. Let's go! Thanks a lot, sir. So sieht also ein $34-Burger aus. Beziehungsweise in unserem Fall ein $0-Burger. Guckt euch das mal an, diese Barbecue-Soße, das Patty, 2 verschiedene Slices Käse. Dazwischen haben wir noch ein paar Pilze. Oder ist das das Short Rib? Das ist Short Rib, Bro. Short Rib, Bacon. So ein laugiges, weiches Bun und er ist so hoch, dass diese Stecknadel schon fast verschwindet, die uns verrät, dass es ein Gordon Ramsay Burger ist. Dann haben wir noch den Ultimate Cheeseburger. Er hat unten keine Soße, ein dickes Patty, Käse und oben keine Soße. In welcher Welt macht das Sinn? In welcher Welt ist das der Ultimate Cheeseburger? Soll ich einfach mal probieren? Probier einfach mal. Ich muss sagen, dafür, dass da so wenig drauf ist, ist er echt saftig und schmeckt verdammt gut. Unter dem Käse haben sie die Soße versteckt. Der ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Ich glaube, davon kriegt man wirklich einfach so eine Maulsperre. Wow. Mhm. Also, es ist einfach ein geiler Burger. Er ist gigantisch groß. Du kriegst halt gefühlt so die Substanz von 5 Big Macs. Ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen Mund bekommen soll, Alter. So, we can just leave now. Yeah? All right. Okay, perfect. Bye-bye. Ja, ne?
Also so spart man Geld, wenn man in Vegas ist. Wir sind gerade eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Restaurant von Gordon, aber ihr seht vielleicht im Hintergrund, da ist schon wieder eins. Diesem Mann gehört einfach Las Vegas. Gefühlt auf jeden Fall. Das ist wirklich unglaublich, aber wir gehen jetzt ins Harrah's. Das ist ein Casino-Hotel, so wie die allermeisten Hotels hier, in dem ein ganz neues Restaurant aufgemacht hat. Deshalb machen wir uns mal auf die Suche. Bro, man muss schon sagen, Las Vegas at night ist einfach nochmal... Nochmal eine Ecke schöner als Tiger. Das ist schon wie so ein riesiges Phantasialand hier einfach. We met Mr. Ramsay himself today. Okay, yeah, thank you. Es läuft wieder genau wie beim letzten Mal. Ich glaube, der Mann, das ist so der Pate. So, wenn der was sagt, so, dann muss es passieren. Was soll man dazu sagen? Ich glaube, das ist mit eines der schönsten Restaurants, in denen ich jemals war. Yeah. My name is Cody. Welcome into Ramsay's Kitchen. I'll be taking care of you tonight. I have Luis helping me out as well, so you'll see him running around with me too a bit, okay? Right. Find all of our signature dishes, all of our main fantastic courses that we have. That beef Wellington definitely be at the top of that list. Most popular dish we have. You get to try that crab cake I mentioned earlier. You also get to try our butter. Was für ein wunderschönes Restaurant. Wir haben wirklich eine ganz, ganz nette Einführung bekommen von unserem Kellner, haben es aber ganz simpel gehalten und es ist einfach, vielleicht, wir wissen noch nicht, ob es klappt, auf Gordons Nacken ein paar Austern bestellt und ein paar Pan-Seared Scallops, also Jakobsmuscheln. Wir filmen auch alles mit iPhone, wir haben gar keine Kamera mitgenommen, das ist alles ein Zufall, dieses Video. Es ist wirklich, das ist Las Vegas, baby. Wir sind heute Morgen losgegangen, haben uns einen Kaffee geholt. Wir wollten uns einen Kaffee holen und alles andere ist danach passiert. Oh wow, it looks amazing. Thank you so Thank much. You. Einmal Westküste, einmal Ostküste. Wir sind aus Washington DC. Also das ist doch ein Service hier. Ne? Kriegt man wirklich eine wunderschöne Präsentation mit unseren Austern. Und American Style wird das hier gemacht. Das heißt, wir kriegen die quasi einmal mit einer Salsa und einmal mit einer Vinaigrette. Das kann man ja auch aus Frankreich. Ein bisschen Zitrone. Probier erstmal ganz klassisch. Schmeckt wirklich gut. Ich wusste nicht, dass amerikanische Austern so gut sind. Mild irgendwie. Sehr, sehr geil. Jetzt mal ein bisschen was von dieser Sauce drauf. Muss man mögen, aber ich musste sie jetzt bestellen, weil wie oft kann man schon sagen, dass man von Gordon Ramsay auf Austern eingeladen wurde. Ist echt geil für Austern, ne? Mm. Der einzige Grund, weshalb ich hier nicht gerade so komplett ausraste, ist, dass ich halt kranke Jetlag bin und das alles gar nicht verstehe, was hier passiert. Pork belly. They look great. Citrus segment and chicken jus with a touch of pomegranate. Wow. $43. $43. Für drei Jakobsmuscheln und zwei Stücke Pork belly. Schauen wir mal, ob die auch auf der Innenseite schön glasig sind. Sehen sehr geil aus. Das ist wirklich ein Bild für die Götter. Und die werde ich jetzt probieren. Diese Jakobsmuschel mit dieser Jus, die auf dem Teller ist, das ist das bessere Surf and Turf. Ich habe jetzt bei vielen Gordon Ramsay Spots gegessen. Einmal waren wir enttäuscht. Dieses Qualitätsmanagement, was der in seinen Läden leistet oder was geleistet wird, weil er macht sie sicherlich nicht selbst, ist unglaublich, weil das ist eine riesige Marke, die der Typ hat. Und dass diese Qualität standortübergreifend in so vielen Ländern verfügbar ist, ist einfach beeindruckend. Also ganz krank. Diesen Gang würde ich mir fünfmal bestellen. Dann bin ich $300 ärmer. Aber es ist unglaublich lecker. On top we have creme fraiche ice cream. And the toffee sauce finishes that up. Wow. That's amazing. Okay, good on us for not leaving. You have to try that, honestly. Best Thank you very Vegas. Much. Okay. Wir gehen rein. Wow, Leute, das hier ist das Signature Gordon Ramsay Dessert. Schokokuchen. Diese Karamellnote, dieses nicht so ganz super süße Eis, der fluffige Kuchen. Das ist wirklich richtig krank lecker. Restaurant, was auf jeden Fall wert ist, besucht zu werden. Auch wenn man nicht von Gordon Ramsay eingeladen wird. Just one more time for the camera. We don't have to pay. No, sir. Compliments to the man himself. Thank you so much. Enjoy, all right? Yeah, to the man himself. Das ist so eine kranke Welt gerade, Digga. Wir ruhen uns ein bisschen aus, machen einen kleinen Nap und dann gehen wir heute Abend, gehen wir essen, würde ich sagen, bei Gordon Ramsay und zwar in Hell's Kitchen. And welcome. Freunde, es ist Zeit. Bei Gordon Ramsay zu essen. Hallo. Das ist ein
ein Traum. Wow. Okay. Hell's Kitchen gebrandete Eiswürfel und gebrandete, also wirklich gebrandete Zitronenschale. Das ist so krank. Ich hoffe, dass wir nicht bezahlen müssen. Das ich sah, auch. Das mittlerweile habe ich Routine. Ich trinke meinen Cocktail dabei. You did it. You yeah. don't have to pay. No, you're fine. Yeah? All set, yeah. That's so crazy. Mein Hauptgang alleine, $84. Ohne Sides. Ohne Sides. Die Bestellung ist auf jeden Fall raus. Ich musste das Beef Wellington bestellen, weil ich habe es ja in London gehabt und es sieht hier ein bisschen anders aus. Es ist ein Gordon Ramsay Klassiker. Ich bin sehr gespannt, wie das hier ankommt, weil das geht mir nicht aus dem Kopf, seitdem ich das hatte. Das war's. Thank you very much. Ich glaube, dass die Experience nicht ganz so krass wie in Savoy sein wird, weil man merkt schon, dass es eher so auf Volumen gemacht und so das Ganze ist nicht so, obwohl es teurer ist, ist nicht so Fine Dining wie in London, aber sehr, sehr geil aus. Da Punkt ist on point auf jeden Fall beim Filet Mignon da drin. Diese Geschichte kann niemand erzählen. Beef Wellington. Wow, das wird butterzart, die Qualität stimmt einfach. Wobei ich sagen würde, das glaube ich so kulinarisch, das Restaurant von heute Mittag, in Harrah's, das Gordon Ramsay's Kitchen, sogar noch geiler war. €394. Normalerweise, wir haben keine Vorspeisen, keine Nachspeisen bestellt. Aber ja, goodbye Hell's Kitchen. Thank you, Gordon. Ja, Freunde, so geht ein besonderer Tag zu Ende, den ich lange nicht vergessen werde. Vielen, vielen Dank an Gordon Ramsay. Hier vorne hat alles begonnen. Ich sag das so, als ob er das jemals sehen würde. Aber hier vorne hat alles begonnen, wo jetzt gerade ein bisschen Regen ist. Einfach ein geiler Tag. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So ein Video gibt es wahrscheinlich erstmal nicht mehr, aber hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.